Ja, jetzt in meiner Aufgabe bin ich in erster Linie eben die Ansprechperson für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wenn wir es hätten, in den Frauenligen, also mal oberste Liga, und entsprechend natürlich auch Ansprechperson für den Verein in diesen Ligen, also wenn es irgendein Problem gibt mit Schiedsrichter oder eben von der Schiedsrichterseite her ein Problem gibt, dann bin ich die erste Ansprechperson. Ich bin auch die Ansprechperson für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus unteren Ligen, die sich möchten auf Frauenligen spezialisieren möchten. Dass wir eben dort so ein bisschen anschauen, wegen Karriereplanung, und auch eben Ansprechperson halt ganz grundsätzlich für Schiedsrichterinnen, also wenn es um frauenspezifische Fragen oder Anliegen geht. Ich glaube, Frauen sind halt einfach nur schon mal durch das, dass man sehr wenig Schiedsrichterinnen hat, sehr exponiert. Also es fällt halt einfach auf, wenn eine Schiedsrichterin da ist oder eben ein Frauenpärchen da ist, dann nimmt man das als das wahr und man schaut natürlich dann auch entsprechend mehr an. Und durch das ist man halt einfach schon mehr ausgestellt und man schaut dann halt vielleicht auch bei den Fehlern mehr an. Und wahrscheinlich ist es halt, gerade wenn man vielleicht noch neu ist und noch jung ist, ist auch noch häufig, dass man halt mit mehr so ein bisschen Vorbehalten konfrontiert ist, dass sich Vereine halt, die Frage stellen, ist sie dem gewachsen, können sie das, haben sie das im Griff, dass man da einfach ein bisschen, mit ein bisschen mehr Vorbehalten in ein Spiel geht, als das Männer müssen. Gleichzeitig ist das eben dann vielleicht genau der Vorteil, also wenn man natürlich schon mit diesen Vorbehalt kommt, dass wenn man es dann gut macht im Spiel, dass man dann auch mehr gewinnen kann, weil so ein bisschen der Überraschungseffekt da ist, die können es ja, die haben es ja drauf, die haben es im Griff, und also der positive Überraschungseffekt, von dem kann man dann vielleicht noch ein bisschen mehr profitieren, als das Männer können. Ich weiss nicht, ob man sagen kann, Männer oder Frauen eignen sich besser für Schiedsrichterwesen. Also ich glaube, man muss einfach sich bewusst sein, Frauen eignen sich da genauso gut wie all die Qualitäten, die man braucht als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Das sind Qualitäten, die ich denke, bringen sowohl Frauen als auch Männer mit. Also Entscheidungsfreudigkeit, Ruhe bewahren können. Also das sind alles Qualitäten, die Frauen genauso mitbringen wie Männer auch.